Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Final Fantasy 9. Wir haben es geschafft, wir sind endlich wieder zurück bei Final Fantasy 9. Wie ihr sehen könnt, hat sich ein bisschen was geändert. Ich bin auf die Steam-Version umgestiegen. Es hat eine Menge Vorbereitungszeit gekostet, das heißt bis hierhin spielen, alles erledigen und so weiter und so fort. Das habe ich jetzt alles, beziehungsweise mein Freund alles gemacht und jedenfalls können wir jetzt endlich hier weiterspielen. Ich muss nur sagen, dass ich mich wahrscheinlich erst mal wieder so ein bisschen einfinden muss. Es hat sich, wie gesagt, auch in der Hinsicht geändert, dass er ein niedrigeres Level hat und so ein paar Sachen muss ich dann offscreen noch erledigen, die er jetzt nicht gemacht hat, die ich aber damals schon erledigt habe. Ja, aber es ist ja jetzt nicht so tragisch. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier. Im letzten Part sind wir ja wieder hier zurück nach Lindblum gekommen. Sid wurde zurückverwandelt in seine menschliche Form von seiner Frau Hilda, glaube ich. Und mal sehen, was uns der Mokris hier sagt. Bisher empfangene Briefe lesen. 9. Okay. Eine Bitte, Kupo. Übergib diesen Brief an Kulmok. Gerne. Dann Kupo. So, gehen wir einfach mal weiter. Es ist so super lange her, ist echt unglaublich. Großherzogin Hilda erwartet euch im Konferenzraum. Dann werden wir doch mal zu ihr hingehen. Und ja, ich spiele es wie gesagt als Steam-Version. Ich werde aber keinerlei dieser blöden Sheets etc. benutzen. Das Einzige, was ich vielleicht mal für mich offscreen benutze, ist ein Zeitraffer, wenn ich jetzt am Kämpfen bin oder so, dass ich dann halt nicht so viel Zeit verliere. Aber ich werde keinerlei Sheets benutzen. Ich finde das ja eh total bescheuert, dass sie die von vornherein eingebaut haben bei Steam. Also dieses unendlich Energie und ja, was die da sonst noch alles haben. Unendlich Geld und bla und plupp und unsterblich. Ich weiß es nicht so genau. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen doof. Werde ich auch, wie gesagt, überhaupt nicht benutzen. Hinter mir ist das Gästezimmer. So. Was war mit dir? Ich hörte, es gäbe technische Probleme mit dem Antrieb der Hildegard 2. Aber ich glaube nicht, dass diese so leicht zu lösen sind. Ach ja, was ich auch noch ändern wollte. Mein Freund hat es ja damals so in Blau umgestellt. Ich mag es dann doch eher lieber in Grau. So, ach, hier unten steht es ja auch. Booster-Modus, Ability-Meister, Max-Level, Magiesteine, Max-Jill. Die Aktivierung kann nicht rückgängig gemacht werden. Ich hoffe, das ist nicht aktiviert, aber das würde auch gar nicht funktionieren, sonst hätten wir jetzt sonst wie viel. Animation zu Kampfbeginn. Ja. Fortbewegung, Rennen ist okay. Texttempo ist okay. Krafttempo ist okay. Fingerzeiger ein ist auch gut. Fensterfarbe machen wir mal in normal. Boah, muss man sich jetzt natürlich erstmal dran gewöhnen. Operation ist ein. Steuerungstutorial. Kampftutorial, das brauche ich alles nicht. Ah, genau, hier. Nee, das will ich auf keinen Fall aktivieren. Absolut nicht. So. Ja. Dann gehen wir mal nach oben. Ich glaube, dieses Zimmer, wo wir jetzt hin sollen, ist hier links von uns. Rechts von uns. So. Jetzt erkennt man die Leute wenigstens auch ein bisschen besser. Oder bin ich jetzt hier richtig? Ich weiß es gerade nicht. Oh, wie gesagt, ich muss mich jetzt gerade erstmal wieder einfinden. Nee, hier ist immer auf jeden Fall falsch. Sorry, Leute, aber wie gesagt, das ist jetzt eine Ewigkeit her, dass ich das letzte Mal gespielt habe und weiß auch nicht so genau, wo ich jetzt hin soll. Aber dann gehen wir erstmal in die zweite Ebene. So, Schloss Lindblum, zweite Ebene. Ich glaube, hier könnte man richtig sein. Entweder hier unten oder die Etage darüber. Ah ne, wir sind richtig. Wer ist denn der Opa da? Angeblich Großherzog Sid? Was? Respektlos wie immer. Respektlos wie immer, wie mir scheint.
Aber dein Froschdasein steckt dir auch noch in den Knochen, was? Genug, Quark. Braucht wohl noch eine Weile. Wie dem auch sei, gibt es weitaus Wichtigeres zu besprechen. Ich habe diese Versammlung einberufen, um euch darüber zu informieren, was Kuya mir erzählte. Es könnte uns vielleicht Aufschluss geben, wo er sich versteckt hält. Die Prinzessin scheint wieder nicht anwesend zu sein. Diesmal werde ich sie suchen gehen. Ich werde mich unverzüglich an den Bau der Hildegard 3 machen. Dafür werden wir die blaue Narzisse ein wenig umbauen müssen. Den Rest wird euch Hilda mitteilen. Ich übergebe das Wort an Hilda. Was waren das also für Geschichten, die Kuya dir erzählt hat? Einige waren einfach zu unglaubwürdig, aber hört sie euch selbst an. Kuya plant, mit Hilfe unserer Welt zu schier unbeschreiblicher Macht zu gelangen. Macht? Was will er denn damit? Das weiß ich auch nicht, aber angeblich ist Kuya kein Mensch von dieser Welt. Wie bitte? Der Planet, auf dem wir leben, heißt Gaia. Und Kuya nannte seinen Heimatplaneten Terra. Terra? Eine andere Welt. Ui, wir haben ein Active Time Event. Generalmobilmachung. Oh, ich glaube, wir sind bei der Tantalus-Bande. Und, wie gehen die Reparaturen bei euch voran? Das dauert nur. Ist ja nur alles voll kaputt, Sefix. Sinna hat recht. Es geht nur schleppend voran und so. Wirklich schleppend, yep. Ich habe keine Lust, mir immer da oben zu arbeiten. Außerdem habe ich Höhenangst. Puh, sieht aus, als hätten wir noch einiges vor uns, was? Nanu, das ist doch... Hier ist sie also auch nicht. Aber wo ist die Prinzessin denn dann? Hey, was willst du hier? Hä? Das könnte ich dich auch fragen. Das geht dich nichts an. Und überhaupt, was haltet ihr hier wieder für illegale Versammlungen ab? Alter, was in deinem Kopf vorgeht, würde ich gern mal wissen. Mir beraten, wie mir das Theaterviertel am besten wieder aufbauen sollen, Sifix. Yep, so ist es. Was sollen also deine beleidigenden Andeutungen und so? Yep, was soll das? Tja, da hast du's. Aber sag mal, du siehst mächtig besorgt aus. Was ist los? Ist was passiert? Was es auch immer ist, uns kannst du sagen. Kann ich das? Logisch. Also? Die Prinzessin ist verschollen. Da ich sie nirgends im Schloss finden konnte, dachte ich, sie wäre vielleicht irgendwo in der Stadt, aber... Da du dich in den Straßen von Lindblum nicht auskennst, helfen wir dir mal besser beim Suchen. Sonst wird das nie was. Aber... Vertrau mir, wir kennen Lindblum besser als du deinen verrosteten Helm. Die Prinzessin haben wir ratzfatz gefunden. Also Leute, alles klar. Es gilt, die Prinzessin zu finden. Danke. Aber man hilft doch gerne. Die Tür zu Terra befindet sich angeblich auf der Insel des Lichts. Wir wissen zwar nicht, wohin er sich verkrochen hat, aber vielleicht erfahren wir dort etwas. Allerdings kann man von dieser Insel des Lichts nicht ohne weiteres die Tür nach Terra öffnen. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Außerdem wäre diese andere Welt dann schon längst jedem bekannt. Und was heißt das für uns? Es geht noch weiter. Diese Insel, die beide Welten miteinander verknüpft, ist versiegelt und den Schlüssel, um die Versiegelung aufzuheben, gibt es nur an einem bestimmten Ort. Und der ist wo? In einem alten Schloss im Norden des vergessenen Kontinents. Auch der Abenteurer Ibsen berichtet von diesem alten Schloss. Jedoch sucht er in den hohen Gebirgen vergeblich nach ihm. Suchte. Allerdings ist der gesamte vergessene Kontinent noch weitgehend unerforscht.
Da dieses sagenumwobene Schloss keinen Namen hat, wird es von den meisten als alte Hochburg Ibsen bezeichnet. Die alte Hochburg Ibsen also. Die meisten Kontinente außer unserem sind tatsächlich noch zum größten Teil unerschlossen. Ach, schon wieder ein Active Time Event. An die Arbeit. Ah ja, hier haben wir Sid, der seine Hildegard 3 baut. Kommt ihr voran? Oh, Großherzog, schön, euch endlich wieder menschlicher Erscheinung anzutreffen. Jetzt kann ich endlich wieder die Leitung des Schiffbaus übernehmen. Wir haben aus den Fehlern der Hildegard 2 gelernt und sind mit dem Antrieb so gut wie fertig. Jetzt gilt nur noch, den Schiffsrumpf fertigzustellen, aber der ist gar nicht so ohne. Verstehe. Ich hatte geplant, den Rumpf der blauen Narzisse dafür zu verwenden. Aus welchem Grund? An Bord habe ich bemerkt, wie schön aerodynamisch ihre Form eigentlich ist. Aber vor allem haben wir keine Zeit für den Bau eines neuen Rumpfes. Ich habe schon alles in meinem Kopf entworfen. Ihr müsst euch nur nach meinen Anweisungen richten. Lasst uns beginnen. Jawohl! Und das ist alles, was ich weiß. Womöglich könnt ihr in der alten Hochburg Ibsen mehr erfahren. Aber wie hast du das denn alles von Kuya erfahren? Gefragt habe ich ihn kein einziges Mal. Er hat einfach angefangen zu erzählen. Und je mehr er dies tat, desto mehr eskalierten seine Schwärmereien. Und so hat er mir von all diesen Dingen erzählt. Anscheinend sah er wohl auch keine Gefahr in mir. Worin er nicht Unrecht hat, momentan können wir ihm nicht das Wasser reichen. Aber ich kann Kuya auf keinen Fall verzeihen, einfach mit dem Leben meiner Freunde zu spielen. Okay, jetzt wissen wir wenigstens, wo wir hin müssen. Die Frage ist nur, wie wir dorthin kommen. Jetzt, wo Bauteile der blauen Narzisse benötigt werden, müssen wir warten, bis die Hildegard 3 fertig ist. Zidane! Etwas Schreckliches ist passiert. Was ist denn jetzt wieder los, Alter? Wir haben ganz Lindblum abgesucht, aber die Prinzessin ist nirgends zu finden. Die Tantalus sind mir auch zur Hand gegangen, aber... Sie ist nicht in Lindblum? Dann kann sie nur dort sein. Wo? Lass mich nur machen. Wartet hier in Lindblum. Ich bring sie gleich zurück. Ich gehe davon aus, dass sie... Mal überlegen, ging das von dort? Nee, von dort ging es gar nicht. Ho, wo geht's ihr? Hilft ihr fix? Uiuiui. Wir gehen Lilly suchen, yep. Yep, oder gibt's noch jemand anderen, den du suchst? Wo's Rätsen, Idor? Zifix. Dort ruhm hab ich doch schon längst geschaut, Zifix. Schaut's heute wo, wo ihr noch nicht geschaut habt, Zifix. Mann, kommandiert er heute wieder rum. Yep, kannst du laut sagen. Das ist doch jetzt in Alexandria. Ey, Ruby. Wat denn, Plank und Marcus? Wat macht ihr denn, hä? Alles in Ordnung bei euch? Bestens, wie immer. Und selber so? Wie läuft denn Theater eigentlich? Och... Jelt es et noch in it an Abwehre tun, aber Hauptsache, man ist mit Begeisterung dabei. Meine Rede. Übrigens, unser Quartier Lindblum, die Reparaturen gehen zwar voran, aber... Plank, wir müssten so langsam... Hast recht, schuldige aber. Wir sind nicht nur so zum Spaß nach Alexandria zurückgekommen. Um die Wahrheit zu sagen, suchen wir Lilly. Lilly? Hm, es ist mir nicht über die Weg gelaufen. Was wollt ihr von der Lilly denn? Doch nicht noch einmal erführe tun? Nicht doch, wir suchen sie bloß und so. Wie du meinst, Dust. Ihr könnt ja mal meine Gäste befragen. Ich gebe euch Bescheid, wenn ich was herauskrieche. Das wär klasse, danke. Oh wei, ich hab ganz vergessen, wie schlimm das mit dem Dialekt hier war. Hm, wenn die zwei hier herumlöfe tun, ist sie dann gewiss auch nicht weit. Sehr, sehr schwer. Also ich bin bestimmt tierisch am Falschlesen, aber ja, was man sich so zusammenreimt.
Seltsam. Ich war mir so sicher, sie wäre in Alexandria. Wo könnte sie denn sonst sein? Oh, Zidane, da steckst du. Chef, hast du Lilly gesehen? Nö, keine Ahnung, wo die ist. Naja, Lilly habe ich zwar nicht gesehen, aber die Dings scheint mir hier zu sein. Die Dings? Genau, die Dings. Aber das überprüfe ich besser noch einmal. Moment mal, nicht so schnell. Wer zum Geier soll denn die Dings überhaupt sein? Das ist hier die Frage. Chef, wie weit ist es denn noch? Und ist die Dings nun hier? Vorhin war sie da drüben, aber jetzt? Da drüben? Oh, ich glaube, wir wissen, um wen es geht. Moment, das ist doch nicht etwa... Ja, ich werde jetzt aber an der Stelle den Part erstmal beenden. Schön, dass wir wieder in Final Fantasy IX dabei sind. Es hat wirklich lange gedauert, aber ich habe euch ja versprochen, es wird weitergehen. Ich musste halt, wie gesagt, es war sehr so, ich konnte meine Konsole nicht wirklich hierher bringen zum Aufnehmen. Aber wir haben ja jetzt Steam. Perfekt. Dasselbe wird halt, wie gesagt, auch mit Final Fantasy X passieren. So, dann, wie gesagt, im nächsten Part von Final Fantasy IX schauen wir dann mal uns an, was Beatrix hier zu suchen hat. Und ja, ihre Musik ist wirklich wunderschön, klingt immer so ein bisschen nachdenklich, melancholisch. Aber ja, so, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Part dann. Also, bis dahin, ciao!